Mal am Dienstag. Unter dem Motto Heimische Künstler stellen aus wurde gestern im Schalterraum der Raiffeisen und Volksbank in Markt-Trettwitz die Ausstellung des selber Künstlers Manfred Zeidler eröffnet. Der Titel Documenta 50 Jahre Leben mit Kunst Künstler. Dirk Fröstl war dabei. Die Exponate sollen dem Besucher einen Querschnitt seiner Arbeit in Form von Bildern und Objekten zeigen. Die Arbeiten sind ergänzt und erläutert durch zum Teil nachdenkliche Texte. Zeidler selbst beschreibt die Entstehung seiner Werke folgendermaßen. Grundlage sind nach bestimmten Symbolwerten ausgesuchte Bilder und Objekte, die in handwerklicher Art mit Pinsel, Stift und Feder ausgeführt werden. Zudem werden sie durch das bestimmende Medium der heutigen Epoche mit digitalen Prozessen bearbeitet und auf Leinen, Papier und Kunststoff übertragen. Ein großer Teil der Arbeiten ist im gegenständlichen Bereich angesiedelt, aber surrealistisch überhöht. Ein meisterlicher Umgang mit Form und Farbe ist sicher gegeben. Zudem weisen seine Werke ein gewisses konservatives Element auf. Manfred Zeidler wurde 1949 in Tierstein im Landkreis Wunsiedel geboren, studierte Dekordesigner. Er war in verschiedenen Porzellanbetrieben tätig. Studienreisen führten ihn ins Ausland, unter anderem nach Italien und in die USA. Seit einem Jahr arbeitet Zeidler als selbstständiger Designer. Die Ausstellung dauert noch bis zum 9. Juni. Wenn man jetzt aus dem Fenster sieht und